zusammen, das ist wieder Fabian von blubi.ch. Wieder mit dem 3-Minuten-Video am Mittwoch. Heute mit dem Thema gebogener Schriftzug. Schriftzug anpassen, krumm machen, diagonal ziehen, whatever. Ich komme immer wieder viele Fragen über, wie das funktioniert. Wenn man auf einem T-Shirt zum Beispiel keinen geraden Schriftzug will, sondern so einen leichten Bogen drin haben will. Und ich habe gedacht, das zeige ich euch in 3 Minuten, das kriege ich her und ich hoffe, ihr wisst nachher, wie es geht. Hallo zusammen, hier bin ich wieder. Heute wollen wir uns um das Thema bogenige Schrift kümmern. Ich habe viele Anfragen, wo ich gefragt wird, wie ich so eine bogenige Schrift hermache. Dazu wir unseren Timer starten. Dazu gehe ich hier in das Menü, wähle den Kreis aus und ziehe einen Kreis. Wenn ich jetzt die Grosstaste drücke, dann macht es einen richtig schönen runden Kreis. Lade ich sie wieder los. Alles natürlich bei gedruckter Maustaste. Dort geht es wieder retour. Jetzt für meine Sache möchte ich gerne etwas Ovales. Immer wichtig. Nachdem wir auf dem waren, müsst ihr zuerst wieder den Pfeil anklicken, um etwas zu verschieben. Sonst ich ziehe einen neuen Kreis und das wollt ihr ja nicht. Dann tue ich etwas schreiben. Mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Ist auch herzig, wenn man da mit Tischkarte oder so machen will. Den Namen. Doppelklick und dann seht ihr hier so ein Kreuz. Hier könnt ihr drauf gehen, ziehen und dann auf den Kreis anpassen. Also ihr ja seht, wenn ihr hier so nimmt es. Wunderschön und die hat eigentlich schon fertig. Wenn ihr jetzt aber hier ins Textstil hineingeht, könnt ihr hier beim Zeichenabstand könnt ihr dann noch spielen. So. Ich lasse jetzt so. Da kann man immer wieder Doppelklick und dann kann man das zum Beispiel auch hier reinziehen. Dann hat man es so gebogen, wenn man es so will. Oder man könnte es auf den Kopf. Das ist manchmal so ein bisschen tricky. Dann kann man es einfach Kopf tun. Ich weiß jetzt nicht, für was man es braucht, aber man kann. Immer wieder von außen anfahren. So. Genau. Dann kann ich das alles packen und ein bisschen in die Ecke aufziehen, damit man Folie spart. Und wenn ich dann ins Senden hineingehe, tue ich ganz wichtig, ich gehe einfach immer auf nichts schneiden. Ich würde es eh nicht schneiden, aber besser ist. Das. Wenn wir jetzt hier nicht mit Vinyl schneiden wollen, sondern mit Flex, dann müssen wir aufs Spiegeln. Dann wird es gespiegelt. Ganz wichtig. Wenn ich mit Vinyl arbeite, dann muss ich es nicht spiegeln. Und dann könnte man das jetzt so schneiden. Und man kann natürlich Spielereien machen, man kann auch eine Linie abziehen. Schrift wieder etwas auswählen. Hoppala. Was nehmen wir da für eine Schrift? Ja, irgendetwas. Emilia. Hier auch wieder kurz ziehen. Und dann kann ich das so. Also ihr seht, der Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Mit dem kann man natürlich spielen, bis zum geht nicht mehr. Die 3 Minuten sind auch schon wieder rum. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Ansonsten könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich tue es gerne beantworten. Habt ihr Themen, die euch interessieren, die ihr findet, in 3 Minuten wäre es erklärt? So schreibt mir doch und ich versuche es für euch umzusetzen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like schenkt oder mir folgt. Und vielleicht sehen wir uns ja schon wieder nächsten Mittwoch. Cheerio und einen schönen Abend. Thank you.